Hallöchen! Heute soll es mal um High-End-Markierer gehen, sprich um das Segment 1000 Euro plus. Ich will euch eigentlich mal einen kleinen Überblick geben. Fangen wir an mit knapp 1000 Euro, dem günstigsten in dem Segment. Bob Long heißt aber nicht eindeutig, dass es der schlechteste ist. Ich habe hier die G6R für euch. Bob Long ist eine absolute Edelschmiede, quasi Handfertigung Deluxe. Sowas wie Clamfeed und On-Off sind sowieso Standard. Der hier On-Off zeichnet sich durch ein bisschen anderes Arbeitsprinzip aus. Ich drehe nämlich unter dem On-Off so einen kleinen Hebel rum. Ist anscheinend auch mit Handschuhen sehr, sehr gut zu bedienen. Funktioniert sehr gut. Ansonsten ist das schon wirklich Edel-Oberklasse. Wir haben hier auch, Bob Long hat angefangen mit Gas-Schuh-System. Sprich, wir haben hier kein Makroline-Fitting, sondern die Luft läuft innen durch. Eine Besonderheit haben wir hier noch. Das hier ist ein einteiliger Lauf. Nicht wie bei allen weiteren, ich euch zeige, ein zweiteiliger Lauf oder gar ein Laufsystem. Das hier ist einfach nur ein einteiliger Lauf mit einer Standardbohrung 691. Kann man hier auch gut sehen. Ansonsten, wie gesagt, Bob Long, absolute Edelschmiede, alles in Handfertigung. Das ist wirklich Markiererfertigung auf ganz, ganz hohem Niveau. Macht sehr viel Spaß, alle Leute, die das Ding spielen, sind hochzufrieden und sehr, sehr glücklich. Relativ wartungsarm das Ganze auch. Den nächsten High-End-Markierer, den ich euch mitgebracht habe, ist die Geo 3 aus dem Hause Planet Eclipse. Während das ein Rammer war, haben wir hier das erste Geschlossensystem, nämlich ein Spooler-System. Ansonsten hier haben wir ein zweiteiliges Laufsystem schon drauf sitzen, nämlich das Chef 4 Kit. Der Markierer kommt zwar nicht mit allen Bags, die es dafür gibt, aber eben doch mit den ersten und man kann es dann eben durch den Kauf der restlichen Bags aus dem Chef 4 Kit System eben nachrüsten. Auch wie die E-Tech 4 benutzt die Geo 3 den sogenannten Schwanenhals, dass das Makroline Fitting also im Profil langläuft, dass das Ganze nicht breiter macht. Hier unten ist der neue, seit der Ego 11 bekannte On-Off von Planet Eclipse. Sehr, sehr gut, sehr, sehr einfach zu bedienen. Ansonsten habe ich hier hinten ein LED-Board und die Druckschalter, um das Ganze einzustellen. Wie gesagt, auch hier ist natürlich ein Clamfeed drauf. An die Schraube komme ich auch sehr einfach dran. Einfach hier hinten aufdrehen, dann bin ich am Bolt-System. Wenn die Bolt-Schraube mal zu fest sitzt, hier hinten einfach mit dem Imbusschlüssel rein. Geht sehr einfach. Die Geo 3 ist dafür bekannt, dass sie fast keinen Kickback hat. Macht sehr, sehr viel Spaß, der Markierer. Großer Launefaktor. Um mal wieder den Hersteller zu wechseln, jetzt das Flaggschiff aus dem Hause Dai, nämlich die DM13. Auch die DM13 kommt schon mit Laufsystem daher. In dem Fall ist es das Dai UL Laufsystem. Gibt mit verschiedenen Bags, die man dann auch in Wagenfarbe kaufen kann, denn die ist hier mit dem Orange Realtree wirklich sehr, sehr schön. Clamfeed ist natürlich klar, auch hier wieder der AirPort verbaut, genauso wie schon bei der Reflex. Hier habe ich allerdings kein OLED-Board, sondern einfach nur die auch von der Reflex bekannten zwei Druckknöpfe, mit denen ich mich durch die Menüeinstellungen und das Board durchklicken kann. Auch hier wieder der Hyper-3-Regulator, auch der, damit das Profil nicht breiter wird, hat inzwischen den Ausgang des Makroline-Fittings hinten. Ist eine extrem tolle Gun, ist ja, für jeden, der einmal in deinem Markierer gespielt hat, weil die ja mit dem 45-Grad-Stück hier hinten arbeiten, das ist im Prinzip wie nach Hause kommen, macht echt ganz viel Spaß, aber ich glaube, das ist in dem Preissegment eigentlich bei allen Markierern so. Nun die Neuheit des Jahres, nämlich die LV1, quasi der Nachfolger der Ego, entschuldigt bitte. Einen großen Unterschied haben wir vor allem, nämlich das ist kein wirkliches Gas-Through-System, aber auch kein Makroline-Fitting-System mehr. Hier läuft die Luft von hier hinten kommend, hier durch den Griff, hier vorne rein in Frontregulator. Wird im Volksmund auch gerne liebevoll Elefantenfuß genannt. Ich muss wirklich sagen, das greift sich fantastisch. Gerade auch hier oben, egal wie ich greife, ob ich jemand bin, der so greift, so spielt oder so spielt. LPR stört mich nicht mehr und hier vorne an dem großen Gummi hat man wirklich guten Grip. Die LV1 kommt selbstverständlich auch wieder mit dem
OLED-Board daher, die hier oben über die Druckknöpfe einstellbar ist. Auch sie verwendet das schon von der Geo bekannte On-Off-System von Planet Eclipse, allerdings natürlich ohne das Makroline-System, weil die Luft ja innen durchläuft. Auch die LV1 ist ein Rammer, das heißt, ich komme sehr einfach, sehr leicht an den Bolt ran, einfach nur den Pin ziehen, kann ich das Ganze gut pflegen und schön sauber machen. Hier hinter verbergen sich die Augen. Auch die LV1 kommt mit dem Chef 4 Laufset daher. Auch schön in Wabenfarbe lackiert, das wird es bei den neuen, kann man die jetzt auch in Wabenfarbe die ganzen Bags nachkaufen. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Gun und durch das neue Luftsystem, was wir hier drinnen haben, was ihr euch in einem unserer anderen Videos sehr, sehr gerne angucken könnt, ist das wirklich eine Gun, die fast keinen Kickback mehr hat. Das ist wirklich Spielen auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, dann hätte ich euch noch einen Markierer mitgebracht, nämlich die Lux, das Luxusmodell sozusagen. Auch, wie man sofort auf den ersten Blick sieht, ein Gas-Through-System. Ich glaube, die haben damals damit sogar angefangen, aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Sie kommt auch mit dem Laufsystem daher. Das sollte in der Preisklasse aber eigentlich auch schon sein. Wir sind bei roundabout 1500 Euro. Ich habe hier das Bag, wo ich dann eben hinten die Hülsen von Smart Parts reinsetzen kann. Sehr angenehm. Dass die ganzen selbstverständlichen Clamfeed und ein gutes On-Off hat und selbst entlüften, das ist klar. Eine Spezialität hat sie noch, der Markierer spricht mit euch, sprich erzählt euch, wie voll die Batterie ist, erzählt euch, dass sie jetzt angeht. Dafür braucht sie auch kein OLED-Board, ist natürlich ganz angenehm. Mich hat es immer gestört, ich habe es immer ausgemacht. Ja, wie eben schon mal angedeutet, bei all diesen High-End-Guns, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, da unterscheidet sich auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ob wir nun, das ist mein liebster Vergleich, ein Audi, ein BMW oder eben ein Mercedes fahren, das ist eben alles doch eine High-End-Klasse, bei dem Preis aber natürlich auch gewollt. Ich wünsche euch viel Spaß, guckt mal wieder rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!